Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flugsimulator mit Neofly 4 Beta. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Flug mit unserem neuen Flugzeug, der DA-62, absolviert. Und genau da soll es jetzt hier auch entsprechend weitergehen. Ich springe mal zu Neofly. Und wir sehen hier, dass unsere drei AI-Piloten dreimal einen erfolgreichen Auftrag gemacht haben. Also das hat alles geklappt. Und wir sind jetzt im Moment bei $53.000. Und bevor wir uns einen Flug raussuchen, schicken wir wie immer erstmal unsere Mitarbeiter los. Frau Hurricane ist wo gerade? Die ist gerade in Tschechien und könnte $10.000 damit verdienen. Oh, ist aber ein sehr kurzer Runway. Das geht nach Weißrussland. Na gut, sie kann ja fliegen. 758 ist natürlich ambitioniert. Altenwein. Achso, das ist eine zerbrechliche Frachtmission. Die machen wir lieber nicht. Weil die gehen leider auch öfter mal schief. Dann schicken wir sie einfach zurück nach Deutschland mit einem Passagier. Ja, wunderbar. Den Auftrag. Wie viel Sprit? 84. Wir tanken nach. Das ist alles nichts Neues inzwischen. Und losgeschickt. Air Berlin. Leider immer noch in dem kleinen Flugzeug. Aber auch der kann einen super Auftrag machen. 74 Pfund Klamotten nach Holland. Für 9.000. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Gucken, wie viel. 103 Sprit. Oh ja, der ist ja ganz schön runter. 110. Kostet mehr, weil da keine Tankstelle ist an dem Flughafen. Müssen wir durch. So, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen. Maverick, genau. Den Namen. Der ist ja erst seit letzter Folge bei uns, der Kollege. Maverick fliegt unsere Pipistrel, die wir beim letzten Mal in Lissabon gelassen haben, um unsere DA-62 aufzunehmen. So. Mr. Maverick ist also hier auch noch in Spanien, in der Nähe von Cordoba. Den schicken wir für 5.500 auf so ein kleines bisschen zurück Richtung Deutschland. Dann dürften wir fast $25.000 nur mit unseren AI-Piloten machen. 50 Sprit. Das kostet leider auch dreimal so viel. Und dann starte bitte auch. Wir kontrollieren wie immer. Ja, zweimal wird beladen, einmal werden schon die Triebwerke hochgefahren. Also das passt. Das können wir hier löschen, damit wir dann wieder unsere neuen Aufträge sehen. Und wir suchen uns auch einen entsprechenden Flug raus. Wir sind ja so ein bisschen in Nordwestspanien. Und oh, was sehe ich jetzt hier? 23.000. Okay, das ist aber eine Menge Geld. Hier würden wir noch 17 verdienen für eine Geschwindigkeitsmission, eine zerbrechliche Frachtmission. Auf einem 4000 Fuß. Ich meine, ich habe erst eine Landung mit der DA-62 gemacht, aber das Geld ist sehr, sehr, sehr verlockend. Auch die 25 können wir den... Nee, den können wir gar nicht. Der war zu schwer, der Auftrag, also zu vom Gewicht her zu schwer. Der hier für 17 ist aber noch drin, führt uns auch zurück Richtung Deutschland. Geschwindigkeitsmission in 3 Stunden 35 müssten wir da sein. Schöner langer Runway, auch beleuchtet, kein ILS, aber ich würde sagen, den nehmen wir. 350 nautische Meilen, das ist eine ganze Menge. Und wir müssen erstmal tanken. Ich würde mal ruhig mal so auf 500 Pfund auftanken. Und dann schauen wir nochmal in den Markt. Wir haben nämlich noch 290 Pfund über. Jetzt hätte ich mir merken können, wir sind in LPBG und wollen nach LFBA.
LFBA geben wir hier ein. Enter. Und wir sehen hier, dass man es trotz großgemachtem 1173 Mechanical Parts. Die wiegen 220. Da könnten wir eins von mitnehmen und würden noch mal ungefähr ein Tausender daran verdienen. Dann machen wir das. Hier sieht man das schön. Dann oben rechts. Mechanical Parts. Einen, dann haben wir noch 78. Das passt. Kaufen wir. 10.000. Ja, machen wir. Ist auch eingeladen. Jetzt sind wir schön voll. Das ist sehr lukrativ. Gut. Wir springen in den Flugsimulator. Und dann wollen wir das Ganze mal planen. LPBG. Zack. Ramp 0 ist Departure. Und wir wollen... LFBA Lagaron über Low Altitude Airways. Jetzt gucken wir, haben wir hier einen Approach. RNAV über 29. Okay. Wo ist denn unser Flughafen? Hier. Approach RNAV über die 29. Dann kommen wir hier rein, nehmen den noch mit und kommen dann sauber auf den Flughafen zu. Ja, klasse. Sieht doch super aus. Leider nicht am Wasser lang, aber man kann natürlich nicht alles haben. Die andere Strecke, da würden wir hier in so einem komischen Winkel eintreffen. Achso, wahrscheinlich muss das auch zueinander passen. Damit das dann entsprechend hier passt. Gut, Flight Conditions, live, wie immer. Die DA-62, da brauchen wir jetzt noch 600 Pfund mehr. Also müssen wir die so auf ungefähr hier, versuchen wir das mal. Mal sehen, ob wir ein grünes Licht kriegen von Neofly. Okay, dann mal los. Transporter from dispatch. You must deliver express packages before the deadline. This time, don't waste time. Transporter from dispatch. Loading express packages. Please stand by. Okay, pilot, the mail packs are good to go. By my calculations, you should just make it on time. Ja, da haben wir auch mal neue Sounds jetzt gehört zu der neuen Mission. Und hier steht unser neues Flugzeug. Ich lasse es noch mal kurz ein bisschen laufen. Wunderschön. Ein wirklich schöner Flieger. Komplett vollgeladen bis oben hin. Dann schauen wir uns das Ganze doch einfach nochmal an. Herrlich. Herrlich. Richtig schön. Auch von außen. Also wirklich toll. Okay. Wir haben ja einen Expressflug, also sollten wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Checkliste ist geladen. Also Powerlevers sind im Idle. Parking Brake ist gesetzt. Avionic Master Switch ist aus, es ist alles aus, das passt also, Gear Selector ist down, die Fuel Pumps sind aus und wir machen den Electrical Master an. Wir machen die Fuel Selectors an und verriegeln. Wir stellen AV Master an
und checken das ELT. Passt. Okay. Dann holen wir uns unsere Freigabe. Lisbon Center, Kraken, Mike Kilo 007 IFR, to Agen, ready to copy. Kraken, Mike Kilo 007 is cleared to Agen Airport as filed. Climb and maintain 5,000 feet. Departure frequency is 119.55 squawk 0146. Clearance void 30 minutes from now. Acknowledge. Kraken Mike Kilo 007 cleared to Agen Airport as filed. Climb and maintain 5,000 feet. Departure is 119.55 squawk 0146. Clearance void 30 minutes from now. Kraken Mike Kilo 007 readback correct. Good day. Gut, das haben wir. Ich habe das Sky4Sim Add-on auch angemacht. Wir können hier mal auf Enter drücken und hier auch ein bisschen ranzoomen für den Moment. Hier fehlt mir jetzt wieder der Hilfspunkt, den ich nicht gesetzt habe. Muss ich beim nächsten Mal dran denken, dass wir da immer noch mal so einen Hilfspunkt setzen. Wir stellen CDI Source auf GPS um. Und lassen uns jetzt hier ein kleines Stückchen zurückpushen. Parkbremse geht raus. Bevor wir dann die Motoren anmachen. Wir können schon mal in die Starting Engine Checklist gucken. Strobe Lights gehen auf jeden Fall an. Engine Master Switch lasse ich noch aus, bis der Kollege wieder weg ist. Gucken. Das reicht. Parkbremse geht wieder rein. Dann machen wir mal die Motoren an. Engine Master Switch für die linke Engine an. Wir haben hier die Glow-Meldung. Start Engine Number 1. Engine Master Switch 2. Und halten gedrückt. Und ein Start von Engine Number 2. Wir machen beide Alternators on. Und Pitot Heat auch, damit uns die Warnmeldung da nicht die ganze Zeit nervt. Und holen uns die Taxifreigabe. Können wir nur announcen? Machen wir das. Gut, After Starting Engine Checklist. Avionik ist an Power Levers. As required sind noch unten. Electrical Equipment ist an. Flight Instruments sind eingestellt, wie wir es brauchen. Die Position and Taxi Lights gehen an. Trimmung steht schon mal auf Takeoff. Passt auch. Dann After Starting Engine Checklist complete. Taxi Checklist. Parking Brake Release. Brake Test machen wir gleich. Fuel Pumps sind aus. Fuel Selector steht auf Crossfeed. Das passt. Okay, dann los. Ich habe gerade noch meinen Blick auf den linken Monitor geworfen. Oh, sind wir schwer. Wir haben das Gewicht richtig eingestellt. Neofly ist zufrieden. Das heißt, den Bonus können wir uns dann entsprechend auch abholen, wenn wir erfolgreich landen sollten. So, hier ist ja schon die Startbahn. Parkbremse geht rein. Before Takeoff Checklist. Wir holen uns erstmal, dass wir announcen, wir werden ja fliegen Richtung Osten, dann machen wir das. Lima Papa Bravo Golf Traffic Kraken, Mike Kilo 007, taking off runway 19er East Departure. Also, Before Takeoff Checklist, Parking Brake ist nochmal drin, die Trimmung steht auf Takeoff, Fuel Selectors.
stehen beide auf. On für den Start. Die Flaps werden auf 1 gesetzt. Fuel Pumps gehen an für den Start. Und die Landelichter gehen an. Dann Before Takeoff Checklist complete. Wir geben Schub. Jetzt für den Start machen wir das erstmal kleiner. Und dann werden wir uns hier die ganze Länge der Bahn gönnen müssen. Deswegen fahren wir bis dort vorne, drehen um. Wir sind sehr, sehr schwer. Ich möchte eine gute Geschwindigkeit kommen, bevor wir abheben. So, wir haben Airspeed über 30, gibt aber keinen Malus von Neofly, weil wir schon auf der Piste sind, beziehungsweise auch durch die Landelichter weiß Neofly, dass wir jetzt in der Takeoff-Phase sind und dann dürfen wir auch schneller fahren. Wenn wir nachher mit den Airlinern unterwegs sein sollten, dann müssen wir auch darauf achten, dass wir dann unsere Geschwindigkeiten in der Luft entsprechend einhalten. Zum Beispiel unter 10.000 Fuß nicht mehr als 250 Knoten fliegen. So, nochmal ein bisschen Schub gegeben, damit wir hier rumkommen. Ein bisschen in die Mitte. Und dann Schub. Nase ein bisschen nach unten. Autopilot ist vorangewählt. 5000 Fuß, wie uns die ATC das auch mitgeteilt hat. Ich versuche so ungefähr bei 95 zu rotieren. Rotate. Transporter from dispatch. Fly safe. Positive climb. Gear up. Sich noch ein bisschen zurücksetzen. Und dann drehen wir uns erstmal in Richtung Autopilotenkurs. Ungefähr so. Dann gehen die Klappen rein. Fahrwerk ist schon drin. Und Autopilot geht an. Nav Mode, Vertical Speed Mode, 1000 Fuß. Die Maschine hat Power. Das können wir entsprechend ohne Probleme machen. Ich zoome hier ein bisschen raus. Wir sehen das noch hier auf der Map. Das ist jetzt vom Design Relative. Also die roten Flecken beziehen sich auf unsere aktuelle Höhe, wären ein Problem gewesen, aber da wir jetzt kräftig steigen, verschwinden die, sodass hier gleich auch der letzte Punkt auf der Karte das Rot verschwinden müsste. Das sind die Berge hier vorne vor uns. Und dann melden wir uns mal bei der ATC. Lisbon Center Kraken Mike Kilo 007 is at 3500 feet, climbing 5000 feet. Kraken Mike Kilo 007 Lisbon Center Altimeter Tree 0.19 continue to Bugix as planned. Kraken Mike Kilo 007 climb and maintain 9500 feet. 9500, okay, Wahnsinn. Ich stelle es direkt ein. Hier ist es zu sehen, 9500. Wir acknowledgen das mal. Machen auch das machen wir, aber wir nutzen die Pause,
118.275 Kraken, Mike Kilo 007. Wir nutzen die Pause schnell für unsere Afterstart Checklist. Afterstart Checklist sagt, Fuel Pumps gehen wieder aus. Der Sprit geht auf Crossfeed. Landing Gear ist up, Flaps sind up, Fuel Pumps sind off. Trimmung as required. Das hat der Autopilot selber erledigt. Die Lichter bleiben alle an. Dann melden wir uns mal in Madrid. Madrid Center Kraken, Mike Kilo 007, is at 5000 feet, climbing 9500 feet. Kraken Mike Kilo 007, Madrid, Center Altimeter Tree 0.19, continue to Bugix as planned. Völlig falsche Barometereinstellung hier. 3019. 3018, 3019 passt. Continuity Bugix, das passt auch. Bugix ist unser nächster Punkt. Hier sieht man das in 132 nautischen Meilen. Dafür werden wir jetzt ungefähr eine Stunde brauchen. Wir gucken uns vorher noch mal ein paar Sachen an. Wir sind schön vollgetankt. Wobei, das verstehe ich jetzt nicht. Ist das ein Fehler? Wir haben ja gar nicht voll getankt auf 100-100. Ich gehe mal gerade in mein Neofly. Fuel Sync ist an. Laut Neofly müssten wir 501 Pfund Sprit dabei haben. Das scheint jetzt hier in dem Flug nicht richtig zu funktionieren. Schade. Ich hatte mich darauf gefreut, dann den Sprit umzupumpen. Okay, müssen wir beim nächsten Flug mal drauf achten, bevor wir dann losstarten, warum das hier... Kann ich das jetzt ein bisschen... Nee, irgendwas passt hier nicht. Okay. Wir holen uns mal die Wegpunkte auch in die Sky4Sim-Update. Okay, das ist jetzt auch interessant. Hier scheint... Wir gehen dann bis hier. Was er nicht drin hat, sind dann die entsprechenden Approaches. Die müssten dann aber hoffentlich hier drin sein. Ja, hier sieht man, dass da eine ganze Menge Wegpunkte sind. Also denke ich mal, ist hier entsprechend der Approach und so mit drin. Aber das ist dann kein Wegpunkt, sondern das zählt dann als Arrival and Approach. Okay, ist ja nicht schlimm. So, dann können wir hier, ich stelle mal die Karte um. Vielleicht mal so. Okay, da sind wir wieder connected. Und wir sind nach wie vor noch am Steigen. Aber wie gesagt, selbst auf der Höhe hier, wir sind jetzt auf 8000, wir steigen immer noch mit 1000 Fuß die Minute. Und von der Geschwindigkeit sind wir noch tipptopp. Also das können wir ohne Probleme machen mit der Maschine selbst ganz vollgetankt. Machen wir mal die Lichter hier entsprechend noch mal ein bisschen an. Alternators sind an, die Fuel Pumps, das ist alles in Ordnung, passt alles. Passt alles, passt alles, ja. Dann würde ich sagen, melde ich mich zurück, wenn jetzt im Flug irgendwas Relevantes passiert oder aber kurz bevor wir dann auf Arrival und Approach gehen. Und dann sehen wir zu, dass wir unseren zeitkritischen Frachtauftrag entsprechend auch ordentlich und schnell abgearbeitet bekommen. Bis gleich. Und dann melde ich mich hier mal zurück. Wir haben den Großteil unserer Strecke schon hinter uns gelassen und absolviert. Zuallererst, ich habe leider das Problem mit dem Sprit in dieser Session jetzt nicht lösen können. Der Sprit ist aus irgendeinem Grund bei 100%. Und egal, was ich gemacht habe, ich habe auch mal die Pumpen hier angestellt, mal was anderes eingegeben. Das hat alles leider nichts gebracht. Wo sind wir? Wir sind jetzt ganz kurz vor dem Top of Descent. Und wir werden dann
hier diesen Punkt anfliegen und diesen. Ich glaube nicht, dass wir hier solche Kurven fliegen. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Nichtsdestotrotz leiten wir jetzt mal den Sinkflug ein. Und ich würde mich mal runtersetzen bis auf 1500 und dann gucken wir mal. Wir gehen runter mit 500 und nehmen ein ganzes Stück Geschwindigkeit raus. Die Before Landing Checklist sagt Landing Lights, die habe ich nie ausgemacht. Fuel Selector müssen dann beide wieder auf On. Fuel Pumps werden zur Landung auch wieder eingeschaltet. Landing Gear kommt dann runter. Flaps as required. Dann gebe ich mal Flaps 1. Up to 136 Knoten. Und wir gucken uns noch einmal an, die optimale Landegeschwindigkeit ist zwischen 80 und 90, merken wir uns einfach mal. Gut, wir sinken. Geschwindigkeit können wir mal so halten ungefähr. Wir schauen uns auf der VFR Map. Ja, das mal gucken, ob wir das hier wirklich so machen. Bin ich ja mal gespannt. Schauen wir uns den Flughafen an. Der liegt auf 201 Fuß, also vernachlässigbar niedrig. Was man hier sieht ist, und das meine ich, ist dann, also das ist unser Anflug, den wir jetzt tatsächlich irgendwie so fliegen anscheinend. Und das hier müsste eigentlich dann unsere, falls wir einen Landeabbruch und durchstarten müssen, ist das der Kurs, den wir dann entsprechend fliegen und uns hier dann wahrscheinlich wieder neu einreihen. Es ist ganz cool, dass der auch mit drin ist. Allerdings, so wie ich das jetzt verstanden habe, kann Sky4Sim damit nicht richtig umgehen mit den Arrivals und Approaches, weil wenn ich hier die Punkte einlese, dann sind das nur die drei richtigen Wegpunkte und nicht die, die wir jetzt hier entsprechend bräuchten. Aber wir brauchen das ja auch nicht alles doppelt und dreifach. Das ist ja eigentlich unsere Karte, um zu gucken, wo wir uns gerade befinden. Der hat also nur diesen Kurs hier gehabt. Und alles andere haben wir ja in der VFR-Map und aber auch dann hier im Garmin. So, den Top of Descent schieben wir ganz sanft vor uns her. Das heißt, wir haben da eigentlich eine sehr gute Geschwindigkeit. 116 ist aber ein bisschen langsam. Ich gebe ein bisschen mehr Schub rein. Das Wetter war zwischendurch mal ein bisschen verregnet, aber insgesamt eigentlich in Ordnung, so wie jetzt hier. Ich habe mal wieder die Connection mit dem Server verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Ich werde auf jeden Fall mal alles neu starten nach dieser Runde. Deswegen sieht das hier genauso aus, wie es aussieht. Man kann leider nicht, zumindest wüsste ich nicht wie, das Reconnecten forcieren, dass er das nochmal versucht. Ich habe eigentlich eine ausreichend starke Internetleitung, eine 100.000er. Aber irgendwie ist er der Meinung, er muss sich da mal zwischendurch disconnecten. Ist vielleicht auch viel los an so einem Nachmittag. Können wir hier nochmal aus dem Fenster gucken. Wirklich ein schönes Flugzeug. Sehr schön auch von den Texturen. Gefällt mir wirklich gut. Wir haben jetzt 3000 Fuß. Wir sinken weiter. Und ich gehe jetzt davon, tatsächlich, wir fliegen wirklich diese Kurve hier. Sehr cool. Dann werde ich mal auf 1000 runterdrehen. Schieben wir den noch weiter vor uns her. Das hier sind nochmal 7,5 Meilen. Bis dahin, ja. Also schneller sinken müssen wir auf keinen Fall. Wir fliegen jetzt hier noch diesen ganzen Schnupsi hier einmal lang.
Da ich kein ATC mehr habe, da der auch nicht mehr funktioniert hat, nachdem wir offline gegangen sind, holen wir uns das Wetter nochmal hier aus Sky4Sim. 3014 ist jetzt unser Barometer. Dann stellen wir die auch entsprechend so ein. 14. So. Ja, Sprit weiterhin. Irgendwas stimmt hier nicht. So, mal gucken. Bisher hat es ja geklappt, beim letzten Mal hat es auch geklappt. Weiß nicht, ob das jetzt an der neuen Version liegt, dürfte aber eigentlich nicht. Dann machen wir hier nochmal einen ganz kurzen Cut. Wobei, jetzt sehen wir schön, dass wir jetzt hier auf diesem zweiten sind. Normalerweise dürfte er sich ja jetzt deutlich schneller eindrehen. Oder fliegt er wirklich? Er fliegt wirklich diesen Halbkreis ab. Ist ja absolut beeindruckend. 1800 Fuß. Dann machen wir hier nochmal kurz einen Cut bis zum eigentlichen Endanflug. Clear to land runway to Niner Kraken, Mike Kilo 007. Okay, finaler Landeanflug. Die Bahn ist da ganz hinten auch schon zu erkennen. Wir fahren unser Fahrwerk aus. Und gehen auf Klappenstufe 2. Ein bisschen Geschwindigkeit oder ein bisschen Schub rein. Dass wir jetzt noch nicht zu langsam werden. Wir sind hier tatsächlich sauber diesen Schlingel geflogen und sind jetzt hier auf unserem Endanflug auf die Runway 29. Klappen sind wie gesagt draußen, Flaps sind gesetzt, Höhe sind noch 1000 Fuß. Ein ILS gibt es auf dem Flughafen nicht. Aber wir können mit den vier Lampen da hinten arbeiten. Die werden uns das schön indizieren. Die Bahn ist 7105 Fuß lang. Das ist absolut ausreichend. Wir haben keine zerbrechliche Fracht an Bord. Und unser Zeitziel ist tatsächlich noch über eine Stunde weg. Also wir haben noch über eine Stunde Zeit, um jetzt sauber zu landen und das Flugzeug abzustellen. Also ganz locker für uns zu schaffen mit der Maschine. Wir resetten mal die Sicht. Und dann geht der Autopilot aus. Drei weiße sehe ich. Wir müssen also jetzt runter. Da wir jetzt sinken, werden wir schneller. Ich nehme ein bisschen Schub raus. Weil wir wollen ja so ungefähr... Oh, wir werden ein bisschen nach links abgedreht. Wir wollen ja mit zwischen 80 und 90 landen. Bei Klappenstufe 2. Drei rote, zwei weiß, zwei rot, perfekt. Der Wind drückt uns trotzdem weiter nach links. Die Karte rechts im Garmin ist jetzt komplett rot, weil wir unter 500 Fuß sind und damit dann gefährlich nahe dem Grund. Wenn das jetzt Berge wären, wüssten wir, dass wir auf jeden Fall steigen müssten. Haben 90 Knoten. Ich nehme trotzdem noch ein ganz kleines bisschen den Schub raus. Fahrwerk ist draußen, Flaps sind draußen, Lichter sind gesetzt.
Dann schauen wir mal. Nice landing, Pilot. Minus 74. Oh, hier müssen wir auch mal das Licht resetten. Na, den hätten wir geschafft. Nehmen wir den. Ist auch der, der uns angezeigt wird. Erstmal runter von der Piste. Klappen gehen wieder rein. Also ich muss sagen, die DA-62 macht einfach echt Spaß. Die weiteren und damit auch lukrativeren Aufträge sind erstmal sehr, sehr angenehm. Und dann fliegt die sich einfach echt ganz ausgezeichnet. Parkbremse geht rein, Landelichter gehen aus. Die Fuel Pumps gehen aus. Und wir holen uns mal die Parkerlaubnis. Going to 121 Decimal, Tree Kraken, Mike Kilo 007. Eins, zwei, eins. Haben wir ja drin. Ground Service, Pushback. Okay, er kann mir hier also leider. Dann müssen wir, fahren wir dahin, wo er uns. Hat er uns schon hin? Irgendwas? Clear to land. Exit Runway, Enable. Contact Ground um 12130. Aber hier können wir nur. Na gut, wir haben ja anscheinend einen Hinweis, wo wir parken sollen. Dann machen wir das. Hier ist ordentlich was los. Okay, der Kollege steht jetzt da, der andere steht hier. Vorsicht! Vorsicht! Okay. Dann parken wir hier, auch wenn hier niemand ist. Aber so steht's ja hier. Zack. Bremse geht rein. Und Motoren gehen aus. Stand by, Pilot. Cargo unloading. Transporter from dispatch. Cargo unloaded and checked. It is always a pleasure to work with you. Okay, dann gehen wir nochmal rüber ins Neofly-Fenster und gucken uns nochmal an, was hat das jetzt hier eigentlich für einen wahnsinnigen Schritt gemacht. Erstmal gucken wir uns hier an, also wir sind mit minus 74 gelandet, 2,5 Stunden geflogen, es gibt einen Haufen Bonus-XP. Wir kriegen auch XP dann mal 1,75, also fast 400 XP und wir sind fast in unserem neuen Level. Wir mussten $1,500 für das Flugzeug bezahlen. Fuel Usage ist 0. Wie gesagt, das ist jetzt dem geschuldet, dass das defekt war. Airport Fees gar nicht mal wenig. Und auch durch den Multiplier, durch die 2 Sterne, jetzt statt 17.000 20.500 bekommen und nochmal 20 XP obendrauf für die Cargo Deadline Mission. Und wir können jetzt noch unsere Mechanical Parts verkaufen. Dann haben wir hier auch nochmal 1.000er zusätzlich gemacht. Und wir schauen mal, was unsere AI-Piloten machen. Maverick ist schon gelandet. Erfolgreich, hat 5.500 eingenommen. Die anderen beiden sind noch unterwegs. Und weil die Frage mal in den Kommentaren aufkam,
Man kann jetzt also dann mit der Maus das kleine Flugzeug anklicken, kriegt einerseits zu sehen, wo lang geflogen wird, aber wenn man mit der Maus über dem Flugzeug hovert, dann sieht man da auch die ETA der entsprechenden Flugzeuge in Realtime, also dann in so wie es dann wirklich in der echten Zeit ist. Okay, das soll's für diesen Flug gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Fly safe, bis dann. Tschüss.